So, willkommen zurück zu The Witcher. Zum Start von Kapitel 5. Letztes Mal sind wir ja hier zurück nach Vizima gekehrt. Vizima brennt ja mittlerweile. Skoia'tael haben die Stadt angegriffen und da ganze Arbeit geleistet. Außerdem König Foltis zurück. Und der hat uns gleich um einen Gefallen gebeten. Denn seine Tochter Adda ist mal wieder vom Striegenfluch betroffen und um erste Informationen zu erhalten, sollen wir jetzt nacheinander Velerath, Triss und De'Veth anquatschen. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Velerath. Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein. Es könnte schlimmer sein. Geralt. Na, erstmal fragen wir das hier unten. Ich weiß zwar nicht genau, Habt was es ihr zu kein bedeuten hat. bisschen Angst, Velerath? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Tja, keine Ahnung, was es sollte. Jetzt aber zu Ada. Der König hat mir von Ada erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? Keine Ahnung, ich denke mal, ich nehme das Erste. Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch. Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wach gehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot, der König überglücklich. Tja, und wer war dieser Ostrid? Vielleicht kann uns dafür auch was erzählen. Wer war Ostrid? Er hatte den Fluch aus Eifersucht gewirkt. Er liebte die Schwester des Königs. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Al-Vusima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Immerhin schon mal eine Stimmt, aber der Spur. König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Was meint ihr damit? Ihr habt Freunde unter den Anderlingen. Helft Foltis, dann überlegt er es sich vielleicht anders und lässt ihre Ohren und Bärte nicht auf eine vorgeschriebene Länge zurechtstutzen. Soll das eine Ich Drohung sein? verstehe. Bestimmt. Geralt. Okay. Lebt Das war's wohl. erstmal mit ihm hier. Was sagt denn die Quest? Rufen wir mal auf. Velerath erinnerte mich an die alte Geschichte über die Striege. Er wusste nicht, wo das Ungeheuer tagsüber schlief, aber sie wurde in Alt-Visima gesehen. Ich werde dort nach ihr suchen. Klar. Gut. Ersten Anhaltspunkt also bekommen. Der hat uns ja auch nochmal erzählt, wie es damals war mit der Striege. Was man ja auch im Intro des Spiels gesehen hat. Jetzt zu De'Veth. Hexer! Graf? Keine Titel, bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. Ja, So gut. sei es. Geralt. Er ist ja auf einmal so freundlich. Ah, hier fragen wir auch mal nach dem Zorn des Königs. Ich weiß allerdings nicht genau, was es zu bedeuten hat. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, De'Veth? Wie kommt ihr darauf, Hexer? Foltest sah ziemlich wütend aus. Er sagte etwas von Blutvergießen. Er meinte eindeutig das Blut von Verrätern und Anderlingen. Vielleicht entlässt er jetzt endlich diesen Versager Velerath. Na gut, dann mal zu Ada. Der König möchte, dass ich Ada von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Foltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Kein Plan, dann helf mir mal auf die Sprünge hier. Helft mir auf die Sprünge. Als Foltest jünger war, war er unersättlich.
So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen. Aber offenbar nicht vollständig. Na, interessant. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Foltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Töten? Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. So, hört sich ja fast so an, als wenn Foltest seine eigene Tochter töten will. Also, De Wet glaubt, dass der König die Striege loswerden möchte. Ihr Auftauchen erinnert die Leute daran, dass Adda die Frucht einer inzestuösen Vereinigung ist. Na ja, klar, der König hat seine eigene Schwester geschwängert. Adda war also das Ergebnis davon, ist aber bei der Geburt gestorben und dann zur Striege geworden. Interessant. Und jetzt könnten wir doch eigentlich mal... Wo ist er denn? Triss. Die stand doch vorhin hier oben. Ah, da unten ist er. Habe ich sie glatt übersehen? Dann mal zu dir, mein Püppchen. Geralt, ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich war ebenfalls besorgt. Und ich bin stolz auf euch. Ich habe gehört, wie ihr für Alwin gekämpft habt. In Visima gehen schreckliche Dinge vor. Das ist wahr, aber der König stellte mich unter seinen Schutz. Sagt mir, wo ist Alwin? Ganz blöde Frage. Alwin ist plötzlich verschwunden. Trotz des Amuletts, das ich ihm gegeben habe. Er ist verschwunden. Etwas verlegen, unser Hexe. Das ist schrecklich. Er könnte überall in Raum und Zeit sein. Ich hatte gehofft, das Amulett würde diese Fähigkeiten blockieren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Triss, ich habe nachgedacht. Über uns. Ach, Geralt. Na, was kommt nun? Oha. Ach, wir nehmen einfach mal das Erste. Ich liebe euch. Und ich will bei euch sein, egal was geschieht. Die Liebe ist das einzig Schöne in diesen schrecklichen Zeiten. Geralt. Ich könnte mich ändern. Weniger Risiken eingehen. Wir finden Alwin. Leben zusammen. Ich baue ein... Wunschdenken. Ein Haus? Ein schöner Traum. Ihr könntet Pferde und Schafe züchten. Und ich würde mich um den Garten kümmern. Kochen. Wir könnten verkaufen, was wir ernten, um Kupferpfannen und eiserne Rechen zu kaufen. Wir könnten in Würde altern. Abends spielt ihr auf einem selbstgebauten Dudelsack für mich, als Mittel gegen die Melancholie. Jojo, alles klar. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Geralt, sagt etwas. Ich will euch nicht verlieren. Ich bin doch hier. Es sind schlimme Zeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir überleben. Träumen können wir, wenn dieser Wahnsinn vorüber ist. Triss, ich... Ich liebe euch auch, Geralt. Bis ans Ende der Zeit. Na gut, ob die beiden eine Zukunft haben, das wird man vielleicht irgendwann mal sehen. Allerdings, wir haben ja noch mehr zu besprechen. Geralt? Ja, was denkt ihr, wo Alwin was hin ist? Meint ihr, ist mit Alwin passiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Demeritum überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hin zu teleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Und jetzt zu Adda. Was denkt ihr über die Sache mit Adda? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken. Irgendwelche Theorien?
Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarad weiß vielleicht etwas. Das ist ja interessant. Ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Was könnten das für Angelegenheiten sein? Belastet euch nicht damit. Ich weiß, ihr seid mit Yevin und seinen Elfenfreunden. Tja, Triss hat immer noch ihre Geheimnisse. Seid doch nicht so. Ihr habt eure Entscheidung getroffen, Geralt. Ich muss gehen. Okay. Was hat sich denn hier getan? Also, ein paar Neuigkeiten haben wir auch von ihr erfahren. Ich hatte eine Diskussion mit Triss, Velarad und Devet. Ich glaube, ich weiß jetzt, woran ich bin. Okay, müssen wir jetzt warten, dass uns der König zu sich ruft? Ach, und da ist es auch schon soweit. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ja, du komischer Typ, du. Ich gehe sofort zu ihm. Nach oben in sein Gemach? Meint er hier hoch? Nee, hier geht's doch nicht weiter, oder? Eine Jungfrau auf einem Bären. Lächerliches Wappen. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Bin ich gerade etwas verwirrt? Aber ich glaube, dieser komische Typ ist hier lang. Ah, hier ist ein Durchgang, ja. Könnte klappen. Ja. Ah, genau, hier müssen wir weiter. Zu Folterst. Also irgendwer hatte Interesse daran, dass Adda wieder zur Striege wird. Warum das aber so ist, das müssen wir herausfinden. Erstmal reden wir mit dem König. Hexer? Euer Hoheit. Schenken wir uns die Titel. Sprecht frei heraus. Ihr hattet Zeit, nachzudenken. Also, was meint ihr? Kann der Fluch von meiner Tochter genommen werden? Es ist möglich. Könnte der Fluch von allein zurückgekehrt sein? Unwahrscheinlich. Jemand muss ihn erneut gewirkt haben. Solltet ihr Erfolg haben, hätte Adda dann den Verstand eines Kindes? Das halte ich für unwahrscheinlich. Vermutlich wird sie sich an alles vor ihrer Verwandlung erinnern. Ihr haltet es für unwahrscheinlich. Das macht es nicht einfacher. Geralt tut alles Menschenmögliche, um den Fluch von ihr zu nehmen. Gelingt euch das nicht, dürft ihr sie töten, ohne meine Rache fürchten zu müssen. Als ich euch das letzte Mal vertraute, habt ihr mich nicht enttäuscht. Habt Dank, euer Hoheit. Dankt mir noch nicht. Wenn ihr erfahrt, wer den Fluch gewirkt hat, sagt es mir und keinem anderen. Ja, der misstraut hier auch den Leuten. Solltet ihr sein, gewähre ich euch jeden Wunsch. Im vernünftigen Rahmen natürlich. Falls ihr sie töten müsst, tut es schnell und sauber. Wenn ihr aber scheitert und meine Tochter leidet, werden auch alle leiden, die euch nahestehen. Ich verstehe. Das ist eine Drohung, definitiv. Gut. Euer Hoheit, noch eine weitere Krankheit wütet in eurem Reich. Und die wäre, Hexer? Ich habe eine Organisation untersucht, die als Salamandra bekannt ist. Meine Tochter ließ sich mit ihnen ein, das dumme Ding. Ich bereue, dass ich je fortging. Velarad sagte, ihr hättet ihre Reihen stark dezimiert. Das ist löblich. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr die Sache zu Ende bringt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer. Vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit. Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Meine Spione berichten, dass ihr Merigold den Hof macht. Ich muss wissen, ob mehr dahinter steckt. Was geht das dich an? Naja, ich nehme mal
Das erste, glaube ich. Triss und ich stehen uns nahe. Triss und ich stehen uns nahe. Aber das geht nur uns. Das sehe ich auch so. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden, Hexer. Auch ich liebte Adas Mutter. Seine eigene Schwester. Man verbot mir, sie zu heiraten. Ich hoffe, euch ergeht es besser. Wenigstens müsst ihr euch als Mutant keine Sorgen wegen einer Schwangerschaft machen. Wenn ihr nach Vizima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velarath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl, euer Hoheit. Da wäre noch etwas, Hexer. Immer noch was? Euer Hoheit. Gib endlich Ruhe, du. Es ist, nun ja, vertraulich. Und deshalb müsst ihr schwören, dass diese Worte niemals nach außen dringen werden. Ich werde sie der mit... Der tut aber geheimnisvoll. Meine Spione haben mir erzählt, dass ihr Poker spielt. Und, ja, es ist schwierig, bei Hofe würdige Gegner zu finden. Sie fürchten, ich würde sie köpfen lassen, wenn ich verliere. Wollt ihr spielen? Tjo, wenn du schon so fragst, dann nimm wir das doch mal an, wa? Ein spielsüchtiger König. Wahrscheinlich nicht der Erste. Süße Rache. Ja, ich darf mich weiter um die Salamandra kümmern. Persönlichkeit. Geralt erkannte, dass Triss die Liebe seines Lebens ist. Oder auch nicht. Und hier die Striege. Ich muss nach Alt-Vizima zurückkehren. Okay, das hat sich alles hier aktualisiert durch das Gespräch mit dem König Foltest. Und jetzt pokern wir mal eine Runde. Was haben wir denn? Zwei Paar. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Der Einsatz übrigens recht hoch. Oder was heißt recht hoch? Bis jetzt der höchste überhaupt. Ich erhöhe hier auch mal. Er hat nur ein Paar. Vielleicht steigt er ja aus. Aber macht er nicht. Tja, behalten wir die Fünfen und die Zweien, würde ich mal sagen. Wenn der jetzt keine drei würfelt, haben wir jedenfalls gewonnen. Und ja, es sieht gut aus. Erste Runde gewonnen. Nicht übel. Naja. Auch wieder zwei Paar, allerdings nur Einsen und Zweien. Nicht so toll. Aber er hat gar nichts. Erhöhe ich nochmal. Nee, er steigt nicht aus. Ich glaube, ich behalte nur die Zweien. Ja. Oh, und noch zwei Vieren dazu. Jetzt nicht so schlecht, aber auch natürlich nicht bombastisch. Was hat er hier? Yeah, wir haben gewonnen. Okay, und Quest abgeschlossen. Ein Würfelspiel. Ich bin jetzt eine Pokerlegende. Anscheinend war König Foltest der letzte Gegner. Okay. Hat sich das doch gelohnt. Ordentlich paar Orens haben wir auch verdient. Und nun suchen wir mal diesen Kämmerer. Der lässt uns dann nach Alt-Vizima und da geht's dann weiter. Auf der Spur nach Adda und auch den Salamandra. Ah, hier steht er. Okay. Also an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.